Gleich Disneys kurze Pause. Also die vielleicht Kolbein. Und danach Disneys Aladdin bei Kabel 1. Es hat funktioniert, Genie. Philipp. Mo. Und Julia. Katar. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Lilly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß, das kriegst du nicht. Gut, dass ich dich treffe. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe nämlich mein Bio-Buch zu Hause vergessen. Meinst du, du kannst mir deins mal ausleihen? Ah ja, klar. Es freut mich natürlich, dass ausgerechnet ich mein Bio-Buch vergessen habe. Das wäre mir echt total wichtig. Na gut, dann eben nicht. Kannst du mir wenigstens antworten? Nico, Nico! Katha, ich habe dich gar nicht bemerkt. Oh. Der Song, der ist so cool. I don't care, as long as you shine. Manchmal frage ich mich, ob sie für diese Schule extra Leute aussuchen, die besonders dämlich sind. Ah, so viel zum Thema dämlich. Hi, kann mir einer von euch sein Biobuch ausleihen? Nein! Katharina hat doch nicht etwa ihr Biobuch vergessen? Da kann sie am Unterricht gar nicht richtig mitarbeiten. Oh Mann, was für ein Drama! Wenn sie jetzt drankommt, kriegt sie vielleicht eine 2 statt eine 1. Ich darf gar nicht dran denken. Oh, mir wird ganz schwindelig. Oh, mir wird schwindelig. Oh, sorry, ich muss sie ins Krankenzimmer bringen. Wird dann ja wohl nichts mit dem Buch. Sie suchen sie wirklich extra danach aus. Einen nach dem anderen. Hand verlesen. Oh Mann, die Jungs benehmen sich hier sowas von daneben. Mir reicht's langsam. Was denn? Ist dir das vorher noch nicht aufgefallen? Ich finde sie auch so schrecklich. Erst machen sie dir ein Kompliment und dann fangen sie plötzlich an zu pupsen. Widerlich. Aber ich habe eine Idee. Ich lese doch gerade ein Buch über Hypnose und darin steht, dass man das Verhalten eines Menschen ganz einfach beeinflussen kann. Dazu brauchen wir nur ein Pendel. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, Julia, ich weiß, ich verlange das Unmögliche. Aber versuch doch mal, die eine Gehirnzelle, die du hast, auch zu benutzen. Wenn wir sie hypnotisieren, können wir sie in echte Gentlemen verwandeln. Wow, das wäre ja Okay, such du mal weiter nach einem Vergleich. Ich fange schon mal an, und zwar mit dir. Sag mir dein Lieblingstier. Känguru? Känguru? Na gut, also. Du musst dich jetzt ganz auf das Pendel konzentrieren. Ich zähle bis 3 und dann bist du ein Känguru. Wenn ich in die Hände klatsche, bist du wieder ganz du selbst und kannst dich an nichts erinnern. Okay? Also. 1, 2, 3. Nee, nichts. Ach ja, warte, ich habe auch noch was vergessen. Ich muss ja das Wort sagen. Känguru. Nee, klappt nicht. Känguru. Vergiss es. Ich glaube, du musst noch mal nachlesen, wie das genau geht. Verstehe ich nicht. Ich war mir ganz sicher. Känguru! Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist es erforderlich, dass die zu hypnotisierende Person voll und ganz konzentriert ist. Aha, du hast dich nicht richtig konzentriert. Doch schon. Ich versuch's nochmal, ja? Was probieren wir jetzt? Vielleicht war das Känguru für den Anfang einfach zu schwer. Hm, wie wär's mit einer Pflanze? Oh ja! Eine gelbe Tulpe. Gut, konzentrier dich. Ein bisschen weniger tut's auch. Du machst dir gleich in die Hosen. Alles klar, es kann losgehen. Okay, ich zähle bis 3 und dann bist du eine gelbe Tulpe. 1, 2, 3. Gelbe Tulpe. Ja, es hat funktioniert. Wenn ich jetzt in die Hände klatsche, bist du wieder ganz normal. Oh, was war denn mit mir los? Ich hab dich hypnotisiert. Du warst eben eine gelbe Tulpe. Reingelegt, ich hab nur so getan. Du hast gelbe Tulpe gesagt und nichts ist passiert. Aber dann habe ich in die Hände geklatscht und du warst wieder die Alte. Nein, ganz ehrlich, ich habe nur Spaß gemacht. Du hast mich nicht in eine gelbe Tulpe verwandelt. Also ich verstehe echt nicht, was ich falsch mache. Das ist wirklich sehr komisch. Nein, 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 ich habe alles richtig gemacht. Ach, lass es einfach, es klappt nun mal nicht. Oh, bitte noch ein Versuch. Wenn der nicht klappt, dann schmeiß ich das Buch und das Pendel weg. Versprochen. Ach, von mir aus. Aber nur, weil mir so tierisch langweilig ist. Dann passiert echt nie was Interessantes. Okay, konzentrier dich. Bei 3 wirst du ein Hund. 1, 2, 3, Hund. Nichts? Na gut. Eine Katze. Eine Maus. Ich gebe auf. Komm.
komisch. Es passiert nichts. Ach, jetzt haben wir nicht so gefürstet. Wir haben echt alles probiert. Das Känguru, die gelbe Tulpe, den Hund, die Katze und die Maus. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Na gut, komm, wir gehen. Mann, sind die vielleicht albern. Ich hab's dir doch gesagt, die haben nur Unzug im Kopf. Komm schon, lass uns mal reinschauen. Als ob das noch viel bringt. Die tickt doch immer gleich aus, wenn man mal Flora und Fauna nicht unterscheiden kann. Was ist eigentlich noch mal was? Ah, Tonne, du störst. Wir versuchen hier zu lernen. Der wird auch immer seltsamer. Also, bei welchem Absatz sind wir? Irgendwo hier irgendwas mit Haustieren. Ach ja, also unter den häufigsten Haustieren finden wir natürlich den Hund und die Katze. Also, die benehmen sich wie im Kindergarten. Findest du nicht auch toll, ne? Ach, vergiss es. Du bist ja genauso wie die. Ich geh, mir reicht's. Nur Unfug im Kopf. Wenn dieser nicht klappt, dann schmeiß ich das Buch und das Pendel weg, versprochen. Also wie die.